Mein Name ist Marc Wittig, ich bin Geschäftsführer der Landbäckerei Wittig in Wartling bei Celle. Komplettanlage, die wir vorher hatten bei uns im Betrieb, bestand aus Ringrohr, Etagenofen und 3 Stickenöfen. Und die haben wir komplett entsorgt und uns für Thermoöl von Häuft entschieden. Aus dem Grunde der vollen Überzeugung, mit Thermoöl zu backen, wo ich der Meinung bin, es gibt nichts Besseres. Die Häuftöfen haben mit vielen Vorteilen überzeugen können, sodass wir uns meiner Meinung nach für die besten Öfen entschieden haben. Zu den Vorteilen zähle ich zum einen die komfortable Bedienung durch einen Bäcker, dann das gleichmäßige Backen und nicht zu vergessen die Energieeffizienz. Einfacher bei dem Thermorollofen ist ja auch das, wir fangen morgens zeitig an, die Öfen sind vorgeheizt, dementsprechend das Programm vorgewählt. Wir backen die Kleingebäcke, das heißt sprich Brötchen, Croissants, süße Teilchen vorweg. Und dann hinterher werden die Steinplattenwagen in den Ofen gerollt und die Platten werden 25 bis 30 Minuten vorgeheizt und dann kann Brot gebacken werden. Für unsere Hausspezialität im Gersterbrot benötigten wir auch den Etagenofen mit Auszugsherden, was dem Ablauf zugutekommt und eine hervorragende Brotqualität letztendlich entspricht. Wir backen sehr viel Blechkuchen, das heißt Butterkuchen, Streuselkuchen, Bienenstiche auf großen Blechen. Und jetzt natürlich mit den Thermorollöfen hat sich das komplett vereinfacht und das kräfteraubende Umsetzen der Bleche fällt komplett. Es wird der ganze Wagen reingeschoben und die Gleichmäßigkeit des Backergebnisses von dem Blechkuchen sucht seinesgleichen. Wir sind sehr zufrieden mit unserer neuen Ofenanlage und würden uns jederzeit wieder für die Öfen entscheiden und freuen uns auf eine zukunftsorientierte Maßnahme für uns mit dem Backen.